Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind hier stehen geblieben mit den Kleinen, das Ganze wegzubringen. Die Masten, die brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nicht mehr machen, ne? Die werden wir uns dann aufheben und uns merken, dass wir die noch fahren müssen. Wir machen hier, ich glaube, das hier raues Wetter. Ja, genau. Und werden die dann zu Ende bringen, dann haben wir es geschafft. Wir haben ein kleines Problem, und zwar, ja, Sprit. Ne? Ich habe jetzt alles in Reserve da reingemacht. Und Sprit wird sehr, sehr auf jeden Fall tricky werden. Deswegen will ich hier eigentlich ein bisschen mal mit Lastgang fahren. Und hoffe einfach mal, dass wir hier jetzt da so durchkommen. Das ist natürlich ein guter Start. Ich hoffe, dass ich hier nämlich, weil da ist nämlich unsere Spur. Da irgendwie jetzt da hinkomme, ohne irgendwie Komplikationen zu haben. Weil hier ist so eine Kugel. Okay, da kämpft er sie rein und ja, jetzt haben wir eigentlich den Standardweg wieder vor uns. Das ist relativ gut. Aua, aua. Nein, und jetzt ist das passiert, was ich nicht wollte. Ey, das ist so schlimm. Der fällt ja so schnell um. Weiß jetzt nicht, ob er einen richtigen Windpunkt da hat dafür. So muss es sein, auf jeden Fall. Und die größte Sache ist ja, wenn man. Ey, der fällt aber wirklich sehr, sehr schnell um. Das gefällt mir gar nicht irgendwie. Ich müsste schon irgendwie gucken, dass wir ein bisschen gerader stehen jetzt hier. Ja, okay. Muss ich sagen, wann schaltet ihr denn mal einen Rückwärtsgang? So, so ist vielleicht der geradeste, was wir hinkriegen. Okay, V-Gran-Modus, die Stützen raus, wenn es geht. Ja, Stützen kann er irgendwie gar nicht machen. Dann einfach nur ran. Oh Mann, ey. Also auf jeden Fall. Ja, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen zu viel die Großen gefahren und weiß gar nicht mehr, wie das so richtig geht. Mit den ganzen vorsichtig fahren, ne? Also so vorsichtig fahren, dass du nicht immer umkippst. Sag mal, ich habe es ja jetzt hier gesehen, ihr habt, ne? Ich hätte ja ein bisschen, ne? Auf die Bremse treten können. Also das muss ich echt mal wieder so ein bisschen üben anscheinend. Aber gut, das haben wir jetzt wieder mal gerettet gekriegt. Aber die 30 Liter, ich weiß nicht. Also wir haben da in der Nähe noch ein Auto. Mit dem könnten wir eventuell uns ein bisschen helfen. Oh, das geht jetzt hier so. Zumindest spritmäßig, ne? Da müsste der TUS noch rumstehen. Bitte ein Reserverad hinten, deswegen haben wir keine Kupplung. Ah, wir wollten ja auch. Ach ne, wir sind ja mit den TUS, ne? Quatsch. Sind nicht mit den TUS. Sind ja hier mit den anderen. Ich erzähle ja schon wieder einen Schwachsinn. Aber der TUS steht in der Nähe. So, dann markiere ich mir jetzt mal schnell weiter. Wir haben ja hier noch einen relativ langen Weg. Hier den Weg rein bis hier nach Ende durch. Eieieiei.
Ja, der Verbrauch ist Wahnsinn. Ja, das fördert die Radar auch nicht, das Ganze. Ja, wir haben da echt einen Baum vor uns, ne? Okay, aber das scheint zu reichen. Oh, bloß nicht umkippen jetzt hier. Wollte absolut diesen Modder ausweichen. Ja, aber so ein bisschen safen müssen wir uns irgendwie. Also das wird auf jeden Fall nicht gut gehen. Da fehlen uns am Ende, glaube ich, so 20, 30 Liter, um sagen zu können, okay. Das können wir hier mit so einem Fahrzeug machen. Ey, sag mal, unser ganzes Umkippen hat natürlich die ganze Sache nicht gefördert. Muss man ja auch mal ganz klar festhalten. Oh, ach, guck mal, ne? Er wollte schon wieder mit dem Arsch da weg, ey. Dann nochmal wegen hier umfallen. So dreimal reicht für eine Tour. Bei Weitem. Da ist man denn teilweise aber auch froh, wenn man wieder denn ein anderes Fahrzeug nehmen kann. Was dann vielleicht nicht so sprunghaft ist, ne? Okay, rüber geschafft. Sprit sparen hier beim Abwärtsgang. Na, ja, dann geht's ja hier durch die Kuhle. Oh, jetzt wird's natürlich. Oh, aber kurz vor der Stadt. Ja, dann reicht das nicht. Das heißt, wenn wir uns da denn hinten reinfahren, dann könnte es vielleicht auch sein, ne? Wenn der Sprit ausgeht. Ne, das ist hier falsch, ne? Damals sein. Der Don muss das helfen. Der hat zwar auch nicht mehr alle so voll. Ah ne, Quatsch. Hä, wieso der Don? Der Tuss. So, mein Freund. Das ist natürlich, wenn ich da drehe hier. Nicht der Tuss. Der Tuss. Also, der Tuss rettet den Tuss. So gesehen. Mit ein bisschen Sprit. Wenn ich nicht gerade im Schnee festhänge. Eieieiei. Ja, schwierig. Auch der Weg, der ist nicht der einfachste auf jeden Fall. Schön ist jetzt hier ein bisschen zicke zacke und den Hammer. Aber wie ihr seht hier, der mag dieses tiefe und schlammige jetzt auch nicht so.
knarrt auch hier alles ganz schön. Haben wir denn hier Ketten drauf oder? Jetzt geht, würde ich den ja. Ja, wir können ja auch einfach nur nachtanken, ganz gut, ne? So, in den anderen Tastus rein. Genau, und dann können wir uns hier jetzt bergen lassen. Und dann ist nämlich das auch ganz gut. Zack, wir gehen wieder auf die Karte. Jetzt nehmen wir den Tuss. Und dann geht es hier ein bisschen gemächlich vorwärts. Auf die letzten Meter wollen wir ja echt nicht mehr irgendwie was Komisches machen. Das auf jeden Fall nicht. So, aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Die Freude ist groß. Ich glaube, hier geradeaus ist jetzt nicht so. Okay. Warum ist das so? Ich weiß nicht, warum da der Marker jetzt hin hier gegangen ist. Manchmal ärgern mich auch die Marker, ne? Die quatschen untereinander und sagen dann so, das kommen, lass mal die Juni richtig, richtig ärgern. Ja, und das schaffen sie auch. Manchmal zumindest. Ich weiß nicht, ob die Tankstelle hier am meisten Sinn macht. Oh, ich habe meine Einfahrt verpasst. Aber dann haben wir das mal weg. Dann können wir uns gleich eine Übersicht machen, was wir denn an kleinen Aufträgen noch haben. Und vielleicht werden wir ja auch mal ein Master des Geländes hier aufs Gelände führen. Auf den Weg bringen. So, raus Wetter. Vielen, vielen Dank. War zumindest was Schönes. So. Wir haben ja hier noch. Stopp mal, hier Boxenstopp. Den kennen wir noch gar nicht. Boxenstopp. Den nehme ich mal kurz an. Da gab es noch sowas wie Todesstille oder sowas, ne? Wenn wir hier schon mal draußen sind. Weil das kenne ich auch noch nicht. So, wo war das jetzt? So, Boxenstopp, Rechts-Links-Kombination. Den kennen wir auch noch nicht, oder was? Ne, kennen wir noch nicht. So, und Todesstille. Ja, da werde ich so nicht hochkommen. Sagt mir nämlich auch gar nichts. Bevor wir nämlich jetzt hier schon wieder irgendwelche Quests haben, die wir gar nicht kennen, nehme ich die mal lieber alle an. Das krieg ich eh wieder auf den Sack. Hier, kombiniere die Aufgaben. Mache ich ja, versuche ich ja. Ne? Also ist ja nicht so, dass ich hier immer blind irgendwie durch die Gegend fahre. Jetzt hat man ein wenig, ja, das Vorhaben, ein wenig Pech, aber das ist eben auch das Gute. So, wo waren das? Wo war denn die? Ach, da. Hätte ich hier auch runterfahren können? Auf jeden Fall steht da ein Anhänger. Irgendeiner. So, ich mache jetzt mal Motor aus hier, lass den mal da unten stehen. Jetzt gucken wir uns das an. Also wir haben hier das noch mit dem Boxenstopp. Ich mache mal ein bisschen raus. Okay, den müssen wir wohin bringen? Zu uns bringen? Okay. Ein Scout. Hier ist ein Scout-Tankauflieger. Da hätten wir natürlich ihn hier in der Nähe, ne? Den Don. Das könnten wir mit dem Don dann kombinieren. Das muss ich mir mal merken. Okay. Dann haben wir den hier. Dann müssen wir oben was erforschen. Das wäre natürlich cooler gewesen, wenn wir schon da gewesen wären. So, genauso wie den Container. Also könnten wir Todesstille gucken und den ihren Krancontainer dann mitnehmen und vielleicht da noch andere Quests oder sowas annehmen. Ne? Also das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, den müssen wir von da hinten mitnehmen. Vom Bahnhof Ersatzteile. Da hätten wir natürlich ihn hier noch in der Nähe.
Ohne schlecht ein Auto denn abzuschleppen. Der könnten wir ja sagen, wo ist denn das Auto? Wo ist denn der Ford? Ach da, okay. Na gut, das ist jetzt nicht so geil. Dann nochmal Ersatzteile zu diesem Mast bringen. Also wenn wir die Masten dann nochmal gucken. Dann auch nochmal ditte. Oh, sogar mit denen hier, ne? Ölfässer liefern. Von da hinten. Also wir haben viele, die wir denn von da hinten irgendwie versuchen können zu kombinieren. So, den hier. Also repariere ihn. Okay. Und gefrorene Zeit ist da hinten. Und von unsere Großaufträge, das ist ja immer alle ziemlich so lange Stämme. Lange Stämme. Eine Prototyp-Forschungseinheit. Und das ist der hier nämlich. Und den könnten wir mit den Donnen nämlich gleich dann fahren hier hinten. Also wenn ich die beiden dann zusammennehme und fahre, dann macht das ja eigentlich schon mal Sinn. Abschleppen und dann dahin fahren. Und das macht ja schon mal wirklich Sinn. So, der mittelgroß, okay. Ich gehe das einfach für mich mal durch. Also ich habe ja Zeit. Also ich habe keine Zeit. So, und dann kommen die Masten hier noch dran, ne? Die wir hier irgendwie vielleicht mal noch mitnehmen könnten. Aber das eigentlich so mehr mit den Tatterien. Gut. Wir machen ja erstmal Folgendes. Wir fahren die beiden hier hinten. Die fahren wir runter. Also, dann nehmen wir den hier. Und der Six, der sollte, wenn wir den wiederherstellen. Und ich weiß nicht, wo unser Dorn rumsteht. Da will ja mehr oder weniger mal rauffahren, weil es kann natürlich sein, dass der hier so, wo steht denn der ganz genau? So. Da kommen wir ja auch nicht hin. Wenn wir dich jetzt da hinten in die Ecke fahren, ne, mein Kleiner? Hier hatten wir ja die Fabriksilhouette. Ich weiß nicht, ob wir dich ja hier denn rüberfahren können, aber ich glaube, dich können wir hier ganz in die Ecke fahren, ne? Und dann nehmen wir dich nämlich einfach mal mit. Ich hoffe, der Schirm stört nicht, aber ich denke mal vom Kran, das sollte eigentlich relativ gut klappen. So, goodie. Ah, der hat schon wieder so ganz, ganz klein. Ja, und so will ich natürlich auch mal ein Foto machen. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Weil das ist ja mal ganz cool eigentlich, ne? So. Mehr auch nicht alle Tage. So. Ach so, aber so verladen kann ich den gar nicht, ne? Muss ja doch ein bisschen schöner sein. Versuch den mal richtig reinzusetzen. Ne? Oh, der dritte da aber langsam, ne?
Okay, jetzt stehen wir aber richtig. Achso, wenn ich den... Ah, okay. Ja, und dann geht's hier runter, ne? Ein bisschen schräg drin, aber eher ist verladen. Dann brauche ich jetzt hier nicht alleine fahren. Jetzt kann ich mir nämlich den Prototypen erstmal hinterher ziehen, wenn es geht. Den suchen wir uns gleich mal. Erstmal müssen wir hier durch die kalte Küche. Und genau sehen wir, dass es geht. Aber ich glaube, das kommt. Ist ja eigentlich ein gutes Gefühl, dass die Vorarm relativ sexy ist. Okay. Also er schafft alles, außer darüber, ne? So, noch mal kurz gucken, wo muss es denn genau hin? Also Sägewerk, vergessener Konvoi, haben wir den nicht? So. So, und dann geht es ja mehr oder weniger hier so. Und irgendwie, ich glaube, der steht hier. Also irgendwie müssten wir den Weg auf jeden Fall fahren. Um das dann ein bisschen mal zu schaffen. Oh. Ich erinnere mich, das ist jetzt nicht der kurze Weg hier. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, so zu fahren. Komplett übers Eis. Aber wir versuchen hier jetzt einfach. Oh, oh, ich habe die Kurve auch noch jetzt absichtlich, unabsichtlich mitgenommen. Aber das meiste ist ja hier nur Wasser, ne? Ja, und dann geht es mit diesem Untier hier einfach hoch. Ganz schön am Rutschen. Nee, das werden wir so nicht schaffen. Hier durch die Schneekugel. Wenn ich mir auf den Schirm gehabt habe, aber das hört. Oh ja. Wie tief das eigentlich ist. Und dann kommt auch der Mastodon an seinen Grenzen eigentlich. Hier sind sehr perfekt durchzukommen. Ne? Ja, jetzt schafft er. Ja, und jetzt hier den kleinen Weg, dann gucken wir uns das Ganze an, weil ich möchte natürlich schon mal wissen, inwiefern wir da was machen können. Und dann muss ich natürlich das halt durchrattern und nehmen. Also der Prototyp ist da, den brauchen wir. Den weiß man jetzt nicht ganz genau gesehen, nämlich noch nicht, wo der rumsteht. Da hinten steht der, glaube ich, ne? Irgendwie müssen wir ja auch noch rankommen da an dem Prototypen. So. Und das wird natürlich jetzt spannend. Entladen wir das Ganze noch? Natürlich entladen wir das Ganze noch. So, zack, zack. Spitzen raus. Wollen wir erstmal entladen, sonst kriegt den eh nicht da lose. So, und dann den, ne? So.
genau das hier so. So. Herstellen, raus damit, abgemacht. So, und dann können wir nämlich mit unseren Freundchen. Wollen wir da schon noch gucken gehen? Natürlich wollen wir gucken gehen. Ja, ist er. Hier schreit alle immer förmlich. Wollen wir hier noch rein? Weil der Prototyp-Anhänger müsste denn, ich weiß nicht so richtig, wo sein. So, ich sehe ihn da. Also muss ich wie wo lang? Also hier geradezu kann es ja nicht sein, ne? Nee, niemals. Also weder wir fahren hier hinten lang. Ich guck hier erstmal lang. So geht's auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Six uns irgendwie helfen muss. Aber wir sollten uns schon mal die Situation angucken, damit man dann schon mal sich überlegen kann, wie am besten wird. Und sondern auch, wie ich hier hinkomme. Ich weiß nicht, ich finde da hinten die Steinplatten eigentlich irgendwie so am schönsten. Und wenn er dann mal Grip hat, ja. Nee, nee, nee. Ja, so hier, ne? So hier. Oha. Kriegen wir den? Kriegen wir den denn andere Seite rüber? Also ich könnte natürlich auch mit dem Sick dahin fahren und den mir rüber hieven. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nur das Schönste, aber das werden wir uns beim nächsten Mal, also weißt du, mit dem Six hier hinten ran, dem vielleicht ein bisschen an da gezottelt und dann hebe ich mir beide rüber. Irgendwie so, weil da geradeaus kann ich mir gar nicht so vorstellen, dass das funktioniert. Und jetzt hier den ganzen Weg so zurück, könnte vielleicht funktionieren, aber ich weiß auch nicht. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt, was der beste Weg ist. Natürlich für diejenigen, die es schon wissen, ist es natürlich, ne, wahrscheinlich ein einfaches Spiel, aber würde mich trotzdem interessieren. Letztendlich mache ich ja eben meinen zionischen Weg. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr ja den mal drücken oder einfach so sagen, ey, cooler Typ. Oder irgendwie so. Ne? Ich wünsche auf jeden Fall euch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.